zusammen und Viva Las Vegas mit diesem Blick aus dem Hotelzimmer aus Las Vegas sag ich Hallo zusammen zu unserem Unboxing des vor wenigen Stunden auf der Pressekonferenz von Huawei im Rahmen der CES 2016 vorgestellten Huawei Mate 8. Hier ist Marco von HuaweiBlog.de und ich möchte mit euch zusammen das Huawei Mate 8 jetzt hier auspacken. In China wurde es ja bereits vor einigen Wochen präsentiert, deshalb wussten wir in etwa, was auf uns zukommt, kannten die technischen Details im Wesentlichen, aber trotzdem schauen wir einfach rein, was uns Huawei mit dem Mate 8 alles bieten möchte. Das Ganze kommt in dem inzwischen schon zum neuen Standard gewordenen schwarzen Karton Huawei Design. Wie immer schick gehalten, denn das Auge kauft ja mit. Und man möchte ja bei einem so edlen Gerät auch eine hübsche Verpackung haben, die eine entsprechende Vorfreude gewährleistet. Aber genug jetzt der Spannung. Wir öffnen den Deckel und finden natürlich das Mate 8 vor. Bevor ich näher auf das Gerät eingehe, schauen wir uns kurz an, was sonst noch in der Verpackung zu finden ist. Wir entfernen mal diesen weiteren Deckel hier und hier sehen wir schon anhand der Symbole, das dürften die Kopfhörer und der USB-Stecker sein. So ist es auch. Wir haben das USB-Ladekabel und wir haben hier die Earphones, die Kopfhörer, das sind, wenn ich das richtig sehe, die Kopfhörer, die auch schon beim Huawei P8 und Mate S dabei sind oder gewesen sind. Also recht hochwertige Stereo-Kopfhörer mit einem ziemlich guten Sound. Hier einfach in diese Pappschachtel gesteckt. Beim P8 und Mate S war es noch eine schöne Einzelverpackung. Es ist aber durchaus möglich, dass die endgültige Verpackung des Mate 8 noch etwas von dieser hier abweicht, da Huawei ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass dies Pressesamples sind. Machen wir weiter. Hier dürfte dann, genau wie nicht anders zu erwarten, der Stecker drin sein. Auch. Und last but not least, wir erwarten hier ein paar Dokumente. Oh, sehr schick. Sieht aus, als ob der Anwalt schreibt. Ah, wir haben hier zwei Folien. Da kann ich ehrlich gesagt momentan noch nichts mit anfangen. Und wir haben eine Kurzanleitung für das Gerät. Für den einen oder anderen, der eine solche immer fordert, vielleicht nicht schlecht. Was ich gerade noch gesehen habe, ist ein Cover. Ja, es ist ein Cover, Hardcover, durchsichtig als Schutz. Vielleicht genau das Richtige für all diejenigen, die immer hin und her gerissen sind zwischen Cover ja, weil es das hochwertige Gerät schützt, und Cover nein, weil es so viel von dem tollen Design versteckt. Hier, ich halte es erstmal so nebeneinander. Es ist doch eine ganz gute Zwischenlösung und dürfte vielleicht den ein oder anderen freuen. Ja, das war's. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, natürlich die Nadel zum Öffnen des SIM- und SD-Schachts. Die haben wir natürlich auch dabei. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Mate 8 mal ein klein bisschen genauer an. Ein richtig tolles Gerät, der
endlich verdiente Nachfolger des von mir wirklich sehr geliebten Huawei Ascent, hieß es ja damals noch, Mate 7. Das Gerät 6 Zoll. Ich habe relativ große Hände, kann es bequem tragen, aber ich habe ja schon gesagt, ich war ein Liebhaber auch vom Mate 7. Die Größe 6 Zoll ist mit Sicherheit nicht für jeden etwas, aber aus meiner eigenen Erfahrung hatte man einmal ein relativ großes Display, dann lernt man das sehr schnell zu schätzen und geht nur ungern auf wesentlich kleinere Displays zurück. Kernstück des Huawei Mate 8 ist natürlich der Kirin 950 Prozessor, ein Octa-Core, der in 16 Nanometer Technologie gefertigt wird, 4 Cortex A72 und 4 Cortex A53 Kerne und natürlich mit einer Mali T880 GPU. Das, was wir alle erwartet haben, ist endlich im Mate 8 gekommen, nämlich ein richtig, richtig, richtig starker Prozessor, der es mit den Mitbewerbern definitiv aufnehmen kann. Außerdem etwas, was auch viele beim Mate 7 geschätzt haben und wo vielleicht der ein oder andere beim Mate S, welches auf der IFA als ja, Zwischenlösung präsentiert wurde, gefehlt hat, ein starker Akku. 4000 mAh, damit dürfte man lange Spaß haben. Ansonsten, wer die Pressekonferenz in unserem Livestream, in unserer Periscope Livestream Premiere hier aus Vegas mitverfolgt hat, hat schon das ein oder andere Detail mitbekommen. Wir haben Fast Charging an Bord, wir haben LTE Cat 4 an Bord, wir haben auf der Rückseite eine 16-Megapixel Hauptkamera, natürlich mit optischem Bildstabilisator, Dual Tone LED Flash, also zwei verschiedene Farbtöne, für wirklich sehr gute Bilder, kennen wir schon von anderen Geräten. Wir haben, ja, gehen wir das Gerät einfach mal durch. Wir haben natürlich den Kopfhöreranschluss, wir haben ein Mikrofon zur Geräuschunterdrückung, wir haben an der rechten Seite, wie gehabt, im gewohnten Design die Lautstärkewippe und den Powerknopf leicht angeraut, um ihn deutlich unterscheiden zu können von der Lautstärkewippe. Wir haben an der unteren Seite auch be schon bekannt vom Mate S, wirklich ein schönes Design-Detail, dieses leicht geschwungene mit Lautsprecher und Mikrofon dahinter und natürlich die USB-Buchse. Auf der linken Seite haben wir dann einen SIM-Slot oder SIM-SD-Slot kombiniert. Wir haben hier das Modell mit der Bezeichnung L29. Es gibt auch noch eine Variante L09. Die L09-Variante ist normalerweise die, die immer nach Deutschland kommt. Die ist nicht Dual-SIM-fähig. Laut offizieller Pressemitteilung von Huawei ist das Gerät Dual-SIM-fähig. Das wissen wir, das kennen wir auch von den anderen. Das Problem, weshalb diese Variante häufig nicht nach Deutschland kommt, ist, wenn die Geräte über die Provider, also T-Mobile, Vodafone, O2, vertrieben werden sollen, dann sind diese natürlich nicht daran interessiert, dass man einen relativ günstigen Vertrag nimmt zum Telefonieren und dann eine zweite SIM-Karte von einem Reseller mit hohem Datenvolumen oder eine Tablet-Flat reinpackt. Insofern bekommen wir häufig nur die Single-SIM-Variante. Was nachher in die Läden kommt, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal. Wir haben ansonsten natürlich hier den Fingerprint-Sensor, der nochmal verbessert wurde. Insgesamt dominiert jetzt hier das mehr runde Design. Runde Sache erinnert mich an eine Artikelüberschrift von IMUI 3. IMUI 3 ist hier Geschichte, denn auf diesem Gerät, wir starten es einfach mal, kommt zum Einsatz Android 6
Marshmallow und EMUI in der Version 4.1. Ja, was gibt es noch über das Gerät zu sagen? Ich habe schon gesagt, wir haben einen kombinierten Slot. Das heißt, natürlich ist auch die Speichererweiterung per MicroSD-Karte wieder gegeben. Der interne Speicher beträgt 32 GB, 3 GB RAM als Arbeitsspeicher stehen zur Verfügung und erweiterbar um bis zu 128 GB per MicroSD-Karte. So, wir sind natürlich hier bei der Ersteinrichtung. Machen das Ganze mal auf Deutsch und versuchen den Rest hier zu überspringen. Ich stimme überall mal zu. Zulassen. Das brechen wir mal ab. So, los geht's. Genau. Ja, eine Neuerung. Viele Pop-ups, die euch am Anfang erwarten werden, da mit Android 6 ja erweiterte Zugriffskontrollen kommen, die man im Grunde als Huawei-Nutzer schon kennt von EMUI. Also wieder ein Feature, was Huawei-Nutzer im Grunde vorher schon hatten und was jetzt von Google in seinem Betriebssystem übernommen wurde. Ich schlage hier, auch wenn es ein Hands-on ist, gerne nochmal den kleinen Haken rüber zum Thema Updates. Leute, die Geräte, die Huawei rausbringt, laufen mit dem OS wirklich sehr gut. Und viele Funktionen, die die nächste Android-Version mitbringt, hat EMUI bereits inbegriffen. Was das Thema Sicherheitsupdate betrifft, gebe ich natürlich allen recht. Hier muss zügig durch alle Hersteller geliefert werden, was Google gefixt hat grundsätzlich. So, wir wollten in die Einstellungen. Ihr seht schon hier Dual-SIM-Verwaltung. Ich habe die Möglichkeit, mit zwei SIM-Karten zu arbeiten. Und wir sehen, entgegen der Pressemitteilung ist hier noch EMUI 4.0 aufgespielt. Ich kann euch aber sagen, ich habe eben ein zweites Gerät bekommen. Da konnte ich direkt ein Update machen von der Bildnummer B115 auf die B116. Und ich meine, mich zu erinnern, dass da natürlich dann auch EMUI 4.1 gestanden hat. Wie schon gesagt, 3 GB RAM, 32 GB Speicher. Die Full-HD-Auflösung. Huawei verzichtet hier aus meiner Sicht zum Glück weiterhin auf QHD-Displays, die im Grunde sehr viel Akku ziehen und ja, aus meiner Sicht eher einen bedingten Nutzen haben. Ja, das soll es erstmal vom Unboxing und von den ersten Eindrücken gewesen sein. Das Mate 8 ist ab Ende Januar in Deutschland erhältlich, und zwar in den Farben Space Gray, was wir hier auch sehen, und Moonlight Silver, und soll zu einer UVP von 599 € zu haben sein. Ich kann als ersten Eindruck, nachdem ich jetzt auch heute den Nachmittag, die letzten Stunden schon etwas mit dem Phone spielen durfte, sagen, es ist das, worauf ich gewartet habe. Es ist das, worauf wahrscheinlich viele von euch gewartet haben. Auch preislich wieder deutlich attraktiver als das Mate S, was mit einer UVP von 649 € hier dann wirklich sich bestätigt hat, dass es im Grunde zu teuer war. Denn wir haben mit dem Mate 8 ein wesentlich leistungsstärkeres Gerät zu einer günstigeren UVP. Und wenn das Gerät in der Alltagsnutzung, die wir natürlich jetzt in der nächsten Zeit unter die Lupe nehmen, das verspricht, was es auf dem Papier verspricht, dann dürfte das Mate 8 eine absolut klare Kaufempfehlung für alle werden. Wenn ihr Fragen habt zum Mate 8, wenn ihr Wünsche habt, worauf sollen wir eingehen in den Tests,
Was sollen wir euch näher zeigen auf Software-Seite? Was sollen wir von der Hardware genauer unter die Lupe nehmen? Sei es GPS, sei es Bluetooth. Schreibt es uns in den Kommentaren. Schreibt es uns in der Facebook-Gruppe. Schreibt es uns im Forum, wo auch immer. Wir werden natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, das abzudecken und im Test aufzunehmen und das Ergebnis zu präsentieren. Bis dahin sage ich erstmal ciao aus einem wirklich verregneten Las Vegas. Macht's gut in Deutschland und wir sehen uns demnächst wieder hier auf huaweiblog.de. Ciao, euer Marco.